Jan Smit ist als Mitglied von KLUBBB3 ein großer Star in Schlager Deutschland. In seiner Heimat, den Niederlanden, wird der Entertainer ebenfalls verehrt. Dort lebt er glücklich mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Und die sind ganz schön groß geworden. Jan Smit ist seit über 11 Jahren mit seiner Frau Lisa verheiratet. Gemeinsam leben sie mit den drei Kindern im niederländischen Volendam, einem 22.000 Einwohnerort im Norden des Landes. Eines der drei Kinder hat Lisa mit in die Ehe gebracht, nämlich die Tochter Fem. Das erste gemeinsame Kind Emma wurde 2010 geboren. 2013 folgte dann das zweite gemeinsame Kind, ein Junge namens Sam Smit. Nun zeigt Jan voller Stolz seine beiden Großen auf Instagram. Der mittlerweile 9-jährige Sam ist genauso fußballbegeistert wie sein Papa Jan. Gemeinsam schauen sie sich gern Spiele an und ab und an zeigt uns der Schlagerstar auch ein Bild seines Sprösslings. Da Jan Smit bereits als Kind im Rampenlicht stand, ist es wichtig, einen Ausgleich zu haben. Den findet der Entertainer nicht nur beim Sport, sondern auch mit seiner Familie. Mit Ehefrau Lisa, den Töchtern Emma und Fem und dem Sohn Fem ist seine Familie komplett. Wer hätte das gedacht? Bereits als Jugendliche waren Jan und Florian beste Freunde und sind quasi miteinander groß geworden. Als Kinderstar Jan T. Smit soll er im Alter von 12 Jahren seinen ersten Auftritt in Deutschland gehabt haben. In einer Musikshow von Caroline Reiber sollen er und Florian erstmals aufeinander getroffen sein, wie Jan in der MDR-Doku unterwegs mit KLUBBB3 verriet. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er kaum Deutsch. Doch Florian nahm ihn damals an die Hand und unterstützte den Sänger, wo er nur konnte. Auch ihre Freizeit verbrachten die beiden zusammen. Mit 15 oder 16 Jahren sind wir dann in die Kneipe gegangen. Er hat mir Diskotheken gezeigt. Wir haben nur Blödsinn gemacht. Er ist für mich wie mein Bruder, den ich nie hatte, so Smit.